Aber der Bereich war da abgesichert. Deshalb. Mit gelber oder höherer Zugriff. Kann ich erst nehmen, wenn ich die richtige Karte habe, wie ich das richtig verstehe. Ob finde ich hier jemand den richtigen Zugriff? Oh, es kommt ja auch ein Remastered von System Shock. Das wird ja auch was werden, ey. Sah gar nicht mal so schlecht aus. Also, okay. Wenn man bedenkt, wie System Shock 1 ja auch gealtert ist. Tun Sie alles dafür, dass unser Schicksal wartet? Arbeiten Sie noch härter, um für die Landschaften auf. Budgetanalyse. Analyse um 14 Uhr. Ich glaube, ich habe einen Pinky gehört. Ich höre Gegner, aber ich sehe nichts. Ach, wisst ihr, was passiert sein kann? Deshalb komme ich am Anfang nicht rein. Da ist noch die Absperrung. Weil noch ein Nest hier ist von Dämonen. Boah, der hat ja Nahkampfflammenwerfer. Ich sehe was. Bisschen spät ihn einzusetzen. Bleib hier! Ah, wo ist der Raketenwerfer?
So, noch ein von der erledigen. Da haben wir da die Meisterschaft, den Raketenwerfer auch fertig. Heute Prüfe findest du das Fragezeichen Spiel. Gut. Es ist Doom. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Es ist einfach Doom. Für dich jedenfalls. Oder Quake oder was auch immer. Es ist ein ID-Software-Titel. Was will man mehr? So. Ach, das lässt mich nicht mal mehr hier raus. Du A. Punkt. Keine Sorge wegen der Systemaktualisierung. Das ist ein Prototyp unserer interdimensionalen Kette. Damit kann ich dich aus der Hölle zurückholen. Bitte entschuldige den Stoß. Aber ich dachte mir, dass du dich sonst weigern würdest. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich habe einige Vorräte in meinem Büro. Hier entlang, bitte. William hat geschrieben, er fand Doom 3 schlimmer. Doom 3 war ja auch eher als Horrorspiel gedacht. Cool, da bin ich. Die Zerstörung des Argent Towers ist verheerend. Aber ich bin bereit, dir zu helfen, das Portal zu schließen. All unsere Arbeit und unser Wissen über ihre Welt beruhen auf den Inschriften eines großen Steinartefakts, das wir zu Beginn des Programms aus der Hölle geholt haben. Wir nennen es den Helixstein. Es ist unser wichtigstes Stück. Olivia war besessen davon. Der Stein hat uns verraten, wie man die Energie der Hölle manipuliert und für sich nutzen kann. Außerdem hat er uns zu dir geführt. Der Helixstein hat uns geholfen, die Macht des Brunnens einzufangen. Ich bin überzeugt, dass er dir zeigen wird, wie du den Brunnen stilllegst. Olivia hat den Helixstein schon seit Jahren in ihrem Büro in den Lazarus-Laboren. Die können nur über einen Aufzug im Komplex für fortgeschrittene Forschung auf der anderen Seite des Abgrunds erreicht werden. Deine Vorliebe für Waffen ist offensichtlich. Ich bin sicher, du wirst dort etwas Nützliches finden. Der Wartungsaufzug liegt am Ende des Gangs. Ich würde den gern kaputt schießen. Weil er so schön glänzt. Dann ziehe ich mir deinen Helm als Trophäe an. Aber ich komme nicht mehr zurück, um die Sachen zu holen. Drei, zwei, eins. Bling. Bist du ganz alleine? Ach, doof.
Ja, andere Richtung. Muss erst durch die Schleuse das Höllenportal. Schließen. Oder komme ich von der Seite hier da rein? Na, das sieht ziemlich zu aus. Nö, nö, das klicke ich noch nicht. Na toll. Er war grün. Nicht genug Power. Let's Plays to Civilization, du meinst wahrscheinlich 6, ja, werden wir machen. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Aber ich habe bis jetzt jeden Civ-Teil gespielt und da werde ich auch den 6 machen. Ah, dahinter ist es. Du bewegst dich kurzzeitig schneller, nachdem du einen Glory Kill erzielt hast. Schalte mit dem schweren Sturmgewehr alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Bewegung ist nur 3 Sekunden nach einem Kill möglich. Also ich muss töten und darf mich dann bewegen.
Nein, er lebt noch! Sehr gut. Töte 50 Dämonen während des Geschwindigkeitsboosts. Was meint er mit Ausrüstungsgegenstände? Ach so. Ach, hier ist ja ein Schnellwechselmenü. Ha! Wo ich jetzt schon die ganze Zeit spiele. Ja, total gut, dass mir das mal auffällt. Und ich finde sowas ja immer besser, als wenn man wie blöd die Tasten drückt. War hier jetzt der Weg? Ja, die Zwerge machen wir auch. Ich würde einfach mal den Sendeplan von mir im Auge behalten. Weil ich da auch zukünftige Projekte mit eintrage. Ah, das Schild ist auch hier vorne weg. Jetzt können wir hier lang. Da geht's weiter. Da ist irgendwie ein Hebel. Habe ich da die Chance ranzukommen? Wo ist der Weg nur? Schau. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, nämlich, dass das hier nicht geplant ist, dass jemand hier langläuft. Ach, da unten müssen wir rein. Nein! Da vorne ist noch eine Kiste. Nein, tue ich nicht. Frage, ob ich über Twitch streame. Ich streame nicht über Twitch. Ich streame nur Hitbox und YouTube, wenn. Habe ich irgendwas übersehen? Nee.